I am the Jochen und das ist der Frühsport für Montag, den 19. August 2024. Schönen guten Morgen. Es ist soweit, ich bin wieder zu Hause, Urlaub ist vorbei und ab sofort beginnt hier wieder der Ernst des Lebens für mich. Das heißt, jeden Tag ein neues Frühsport-Video zum aktuellen Sportgeschehen. Ihr seid herzlich eingeladen, dabei zu sein. Schön, dass ich es die letzten Tage ausgehalten habe mit meinen Konservenvideos. Ich habe tatsächlich da wirklich ein bisschen im Niemandsland gesessen und dann habe ich mir gedacht, komm, jetzt hast du die Dinge vorproduziert. Belässt du es dabei? War auch mal ganz angenehm, eine Woche lang nicht jeden Tag dann sitzen zu müssen abends, aber jetzt ist es wieder soweit und jetzt geht's rund in den nächsten Tagen. Haben wir einiges auch aufzuarbeiten. Ein bisschen werde ich es verteilen auf die nächsten Tage. Wir steigen heute ein mit dem aktuellen Blick natürlich auf den DFB-Pokal. Das ist das aktuellste Thema, aber die großen Fußballligen im Ausland sind ja auch gestartet. Da gucken wir morgen drauf, was es da gab am ersten Spieltag jeweils. In Spanien, Frankreich, Italien und England. Und dann gucken wir am Mittwoch auf die European League of Football. Da ist noch ein Spieltag offen, bevor dann die Playoffs beginnen. Da war so ein bisschen schon mal einspielen wieder, dass wir montags auf den deutschen Fußball gucken, dienstags auf den internationalen Fußball, mittwochs auf Football. Das wird dann ab September die NFL sein. Die machen wir wieder dann mittwochs immer. Und das will ich jetzt die nächsten Tage schon mal so ein bisschen einschleifen. Das darf man uns dran gewöhnen. Es wird dann noch ein Spezialvideo geben diese Woche. Mein persönlicher Rückblick noch auf Olympia. Und die spannende Frage, was hat der ganze Spaß denn gekostet? War es das wert? Ihr habt es mitbekommen, ich war in der Olympiawoche in der ersten, war ich bei vielen Veranstaltungen vor Ort. Ihr habt ja sicherlich auch die Shorts gesehen. Und bin immer wieder mal gefragt worden, was kostet denn das eigentlich? Da will ich mal was zu machen und so ein bisschen was berichten, falls es Interesse daran gibt. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob es was. Ich kann eine Umfrage wieder machen. Ich wisst, ich bin seit neuestem Umfrage-Fan. Es gibt eine Umfrage, ob ihr Interesse habt an so einem Video. Und dann mache ich das auch gegebenenfalls. Ich mache es wahrscheinlich sowieso, weil ich einfach Lust drauf habe, das nochmal zu machen. Falls jemand da auch mal eben hin möchte. Ja, so werden wir dann die Woche angehen und dann gucken wir mal, was noch los ist. Es läuft ja schon mit die Vuelta España, es laufen ab nächste Woche die US Open, da gibt es diese Woche jetzt schon, geht die Quali wieder los und. Also es hört ja nie auf. Und dann kommt die Champions League. Was mir dieses Jahr ein bisschen knapp wird, sind diese ganzen Vorschau-Videos. Ihr kennt es aus den letzten Jahren. Ich hatte mit Nico immer die Bundesliga-Vorschau gemacht, ich hatte mit Anton die Champions League-Vorschau gemacht, ich hatte mit Lukas und jetzt auch zuletzt mit Julian noch NFL-Vorschau gemacht. Ich weiß nicht, ob ich die alle dieses Jahr terminlich hinkriege. Das sind ja alles dann immer wieder auch Zeiten, die ich dann ausmachen musste, wo die Leute auch können und so. Es kann sein, dass da das eine oder andere dieses Jahr ein bisschen hinunterfällt. Da hat dann auch jetzt diese ganze Olympia-Blase so ein bisschen was gefressen an zeitlichen Ressourcen. Lasst euch überraschen. Irgendwas wird es hier geben auf dem Kanal, irgendwas kommt immer. Und wenn ihr diesen Kanal abonniert, dann verpasst ihr sowieso nichts. Glöckchen drücken, wisst ihr ja Bescheid. Und dann kriegt ihr eine Nachricht, sobald ich irgendwas hochlade. Und was ich in den nächsten Tagen hochladen werde, ist wieder morgens der ganz normale Frühsport. Und der wird kommen. Und da kommt jetzt auch schon und wir starten mit dem DFB-Pokal. Gucken mal drauf, was passiert ist. Erste Runde ist noch im Gange. Wir haben jetzt 26 Partien rum. Ja, also die großen Sensationen gibt es nicht. Das müssen wir gleich vorweg schicken, glaube ich. Es haben sich zwar Erstligisten oftmals etwas schwerer getan. Hoffenheim im Elfmeterschießen weitergekommen in Würzburg. Mainz braucht ebenso die Verlängerung bei Wien Wiesbaden wie St. Pauli beim Halleschen FC. Ansonsten gab es noch den 1. FC Köln, Zweitligist ja inzwischen. Die haben es auch in die Verlängerung gebraucht in Sandhausen, haben sich aber dann doch am Ende durchgesetzt. Nürnberg, Elfmeterschießen gewonnen in Saarbrücken, damit den Pokalschreck der letzten Saison rausgeworfen. Aber ansonsten die Erstligisten weiter und auch die Zweitligisten haben sich gegen niederklassige Vereine recht schadlos gehalten. Erwähnenswert sicherlich, dass Arminia Bielefeld als Drittligist Hannover 96 aus der zweiten Liga rausgeworfen hat. Mit 2:0, ebenso wie Dynamo Dresden, Fortuna Düsseldorf. Auch da hat der Dreitligist gewonnen gegen den Zwittligisten. Und es gab noch einen Bundesligisten, der jetzt doch erwischt hat, der VfL Bochum nämlich. Die haben in Regensburg 0:1 am Ende den Kürzeren gezogen. Damit also Regensburg eine Runde weiter als Zweitligist, aber immerhin auch deswegen erwähnenswert, weil sie einen Erstligisten rausgeschmissen haben. Somit haben wir in der zweiten Runde 12 Bundesligisten bisher, 12 Zweitligisten und 2 Drittligisten, Bielefeld und Dresden, sonst noch nichts. 6 Spiele gibt es noch, darin spielen noch 4 Teams, die unterhalb der zweiten Liga aktiv sind. Das heißt also 4 Möglichkeiten gibt es noch, hier für eine Überraschung zu sorgen. Wir haben heute um 18 Uhr 3 Spiele, Cottbus aus der dritten Liga gegen Werder Bremen, dann haben wir Koblenz aus der fünften Liga, TuS Koblenz gegen den VfL Wolfsburg. Und Kickers Offenbach aus der vierten Liga trifft auf Magdeburg aus der zweiten Liga. Das sind also die 3 Spiele heute um 18 Uhr live in der Konferenz oder auch einzeln bei Sky zu sehen. Und dann gibt es noch ein Spiel um 20:45 Uhr.
Da heißt es dann heute Abend Eintracht Braunschweig, Zweitligist gegen Eintracht Frankfurt, Erstligist. Also Eintracht gegen Eintracht, live zu sehen das Ganze. Nicht nur auf Sky, sondern auch im Free TV. Und zwar beim Ersten in der Sportschau oder auch bei sportschau.de könnt ihr das Ganze live verfolgen. Die übrigen beiden Spiele, die noch ausstehen, die gibt es dann in der kommenden Woche. Ich habe es schon gesagt, das sind die Supercup-Teams. Da hat ja Leverkusen am Samstagabend den Supercup gegen Stuttgart im Elfmeterschießen gewonnen. Leverkusen spielt dann am nächsten Mittwoch, am 28. August, bei Carl Zeiss Jena. Und der VfB Stuttgart spielt nächsten Dienstag, am 27. August, bei Preußen Münster. Aber das kommt dann eben nächste Woche. Da werde ich entsprechend vorher Bescheid sagen. Auslosung dann zur zweiten Runde erst am 1. September, wenn diese erste Runde komplett abgeschlossen ist. Aber heute Abend eben 18 Uhr nochmal ein Dreierpack, wenn ihr Lust habt, bei Sky. Und dann um 20.45 Uhr das abschließende Spiel dieser Veranstaltung. So, dann gucken wir kurz auf den Fußball, den wir heute sonst noch im Angebot haben. Da gibt es nämlich noch einiges aus den Auslandsligen, was zu sehen sein wird. Und zwar gibt es aus der Premier League um 21 Uhr Leicester City gegen Tottenham Hotspur. Das Ganze live bei Sky. Und das weitere Programm aus dem Ausland natürlich bei The Zone zu sehen. Zum Beispiel gibt es da aus Italien 18:30 Lecce gegen Atalanta und 20:45 Juventus gegen Como. Und um 19 Uhr gibt es aus Spanien bei The Zone dann zu sehen Real Valladolid gegen Espanyol und um 21:30 Uhr Villarreal gegen Atletico. Wie die anderen da so gespielt haben, wie gesagt, morgen im Themenblock, im Themenschwerpunkt auswärts oder europäische Top-Ligen, nenne ich es, glaube ich, immer. Ich nenne es nicht immer so, macht aber nichts. Es wird stattfinden, das kann ich schon mal auf jeden Fall sagen. Gut, das war der Fußballteil, habe ich vergessen. Den Supercup habe ich auch sogar schon erwähnt und die anderen Ligen machen wir dann erst, wenn es soweit ist. Ja, genau. Gut, dann geht es weiter mit dem, was sonst noch so ansteht. Achso, Olympia-Rückblick noch vielleicht ergebnistechnisch, das würde ich auch nicht ganz unterschlagen. Nicht, dass einer sagt, Mensch, da fehlt da noch was. Ich hatte Olympia ja hier berichtet bis zum drittletzten Tag. Mit den 7 Medaillen an einem Tag, das war dieser riesen Wusch, der dann nochmal reinkam. Und dann gab es an den letzten beiden Tagen, wo ich dann schon im Urlaub war, noch viermal Silber insgesamt, zweimal zwei. Es gab noch Silber, der Vollständigkeit halber, an dem Samstag dann für Esther Henseleit im Golf und für Elis Wickler im Beachvolleyball, im leider das Finale verloren. Und dann gab es am Sonntag nochmal Silber für Lea-Sophie Friedrich im Bahnradsprint und auch für die Handballer, die leider gegen Dänemark dann im Finale den Kürzeren gezogen haben. Die Basketballer leider verlieren das Spiel um Platz 3 und gehen ohne Medaille nach Hause. Da hat es nicht sein sollen. Aber Deutschland beendet damit diese Spiele mit 12 Gold, 13 Silber und 8 Bronzemedaillen. Vielen Dank an alle, die dabei waren. Und wie gesagt, Olympia-Special kommt ja noch. Meine persönliche Medaillenbilanz, ihr habt es vielleicht mitbekommen, zweimal Gold und einmal Silber. Das war in Rio deutlich besser, aber das weiß man ja nie vorher so genau. Das ist ein bisschen Glückssache auch. Aber ich bin zufrieden. Wir haben schöne Sachen gesehen auf jeden Fall. So, also Olympia nur ganz kurz, dieser kleine Einstreuer noch. Und jetzt gucken wir mal auf das, was sonst noch so ansteht. Tennis beispielsweise. Da schulde ich euch noch die Siege von den ATP und WTA Tausender Turnier in Kanada. Da wurde ja in Montreal und Toronto wieder gespielt. Die Männer in Montreal, da hat Alexei Popirin gewonnen, das Tausender. Das ist natürlich auch was nicht alle Tage passiert bei ihm. Ich glaube, das ist sein erstes Tausender-Turnier, wenn ich es richtig sehe. Und bei den Frauen in Toronto, da war Jessie Pegula erfolgreich. Das war noch offen. Und denn bei Tausendern möchte ich doch schon gerne den Sieger zumindest immer noch verkünden. Jetzt laufen gerade noch Tausender in Cincinnati. Auch da gucke ich mal kurz auf den Ergebnisstand gerade. Jetzt wird nämlich gespielt bei den Frauen. Das erste Halbfinale ist durch. Sabalenka hat dort gegen Iga Świątek gewonnen. Zweites Halbfinale läuft Pegula gegen Badosa. Das sieht jetzt gerade aus nach einem Sieg für Pegula. Die führt nämlich 5-3 im dritten. Vielleicht kriegen wir im Laufe des Videos das Finalergebnis noch hin. Das finale Spiel dieses Turniers findet auf jeden Fall statt. Heute Abend um 21 Uhr das Ganze live zu sehen bei Sky Tennis. Und dann im Anschluss ab Mitternacht, also in der Nacht jetzt von Montag auf Dienstag, gibt es das Finale der Männer. Da spielt dann der Sieger von Sinner gegen Zverev. Das wird jetzt irgendwann noch ausgetragen im Laufe der Nacht von Sonntag auf Montag. Und im Anschluss daran das zweite Halbfinale TFO gegen Rühne. Irgendwann so ab 23, 24 Uhr irgendwann werden die spielen. Vielleicht, wenn ihr dieses Video hier noch rechtzeitig guckt, könnt ihr noch mal reinschauen bei Sky in der Nacht auf Montag. Ist das dann also zu sehen. Soweit zum Tennis und wie gesagt, die Finalspiele dann von Montag auf Dienstagabend in Cincinnati. Das ist schon mal gesetzt. Dann gibt es zu berichten, dass es die Beachvolleyball-Europameisterschaften gab. Da haben Müller-Tillmann bei den Frauen zugeschlagen und den Titel gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, bei Olympia waren sie nicht so ganz glücklich mit ihrem Abschneiden, aber jetzt schon im Finale gegen Italienerin Gottardi Menegatti haben sie dann in zwei Sätzen klar das Ding geholt.
bei den Männern und zu Silbergewinner Elis Wickler auch ins Finale eingezogen. Dort haben sie dann aber leider in 3 Sätzen gegen die beiden Letten Plavins und Fokkerudz verloren. Damit also hier wieder ein Vizetitel, wieder 2. Platz, aber Vize-Europameister ist auch nicht so schlecht, war ich nie. So, was haben wir noch? Autofahren, die DTM auf dem Nürburgring. Da gab es am Samstag das erste Rennen, das ging an Kelvin van der Linde. Mit einem 3. Platz von Maro Engel, erfreulicherweise aus deutscher Sicht. Und das Rennen am Sonntag, das ging an Sheldon van der Linde. Der hat nämlich Sonntag das 2. Rennen gewonnen. Hier Maro Engel jetzt auf 2 und Marco Wittmann wird 3. Also auch hier ein schönes Ergebnis. Die Tour de France Femme ist zu Ende. Die habe ich jetzt diese Woche auch sehr stiefmütterlich behandelt. Ihr habt es vielleicht mitgekriegt. Es war eine ganz enge Nummer. Am Schluss haben wir 3 Damen auf dem Podest stehen, die insgesamt 10 Sekunden auseinander sind. Das sind halt wirklich dann eigentlich auch nur noch Zeitbonifikation. Es gibt ja diese Gutschriften, wenn man ins Ziel kommt, als Erster gibt es 10 Sekunden Bonus, als Zweiter 6, als Dritter 4. Wenn man sich das anguckt jetzt, es gewinnt am Ende die Polin Katarina Niewiadoma, ich glaube, so spricht man es aus, vor den beiden Niederländerinnen Demi Vollering, die wird Zweite, und Paulina Rojakas, die wird Dritte. Und die Zeitabstände sind wirklich 4 Sekunden zwischen 1 und 2. Und dann weitere 6 Sekunden zwischen 2 und 3. Das ist insofern wild, weil nämlich die beiden, die jetzt auf 2 und 3 gelandet sind, Vollering und Rojakas, die sind bei der gestrigen Finaletappe in Alpe d'Huez Erste und Zweite geworden, haben aber dann doch eben ein paar Sekunden zu wenig rausgefahren auf Niewiadoma, die dann am Ende Vierte wird, zwar keine Bonussekunden mehr kriegt, aber eben auch noch die fehlenden Sekunden ins Ziel rettet. Schöne Sache das, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall, war eine ganz spannende Nummer. Und so wünsche ich mir meine Tour de France der Männer, dass am Schluss wirklich 4 Sekunden über den Gesamtsieg entscheiden und 10 Sekunden über die Podestplatzierung. Gut, die fahren nur eine Woche, die Damen, aber trotzdem, auch nach einer Woche haben wir bei der Tour de France, glaube ich, immer schon bei den Männern hier größere Abstände. Bei den Herren läuft derzeit die Vuelta a España. Erste Etappe war ein Einzelzeitfahren in Lissabon oder rund um Lissabon. Das gewann Brandon McNulty am Samstag, das war ich euch noch schuldig. Und dann gab es gestern die 2. Etappe, auch in Portugal. Da gab es am Ende den Sieg für Caden Groves, der hat gewonnen. Und in der Gesamtwertung haben wir auf Platz 1 Wout van Aert im Führungstrikot vor Brandon McNulty im Moment 3 Sekunden, aber das sind die 2 Etappen. Da passiert noch einiges. Heute ein bisschen hügelig, gibt eine 2. Kategorie Bergwertung dazwischen, aber ziemlich weit am Anfang noch. Ich rechne fast wieder mit einer Sprintankunft heute. Morgen wird es interessant, da gibt es die erste Bergankunft, da gucken wir aufs Etappenprofil. Das mache ich heute noch nicht, habe ich noch keine Lust zu. So spannend ist die Etappe dann, glaube ich, dann doch noch nicht heute. Aber wer Lust hat reinzugucken, wird übertragen ab 14:30 auf Eurosport 1. Das ist generell auch so jetzt immer die Zeit, wenn ich nicht was anderes hier sage. 14:30 Eurosport 1, Vuelta a España. Bis 18 Uhr wird übertragen und das im Grunde genommen nahezu täglich. Ist doch auch schön. Jo. Ich glaube, für heute bin ich erstmal soweit durch. Football wollen wir am Mittwoch noch machen. Habe ich noch irgendwas übersehen? Ich gucke gerade mal drauf. Ja, es gibt noch die nächsten Tage Ruderweltmeisterschaften und Zeug. Aber ey, machen wir alles dann. Kommt, 13 Minuten sind schon durch für heute. Das ist lang, wir wollen es auch nicht übertreiben. Fürs erste Mal wieder nach der Pause. Ihr müsst euch auch nicht dran gewöhnen an meinen Redefluss hier. Morgen dann der Blick nach England, Spanien, Frankreich und Italien in die Fußballligen. Mittwoch Football Special und dann Donnerstag. Achso, und morgen natürlich auch noch Blick auf die Europapokalwettbewerbe. Champions League, Europa League, Conference League. Da laufen diese Woche jetzt die Playoffs an. Da hat sich einiges getan. Da schulde ich euch die 3. Runde noch. Machen wir alles auch morgen auf einen Rutsch. Wird eine sehr fußballlastige Ausgabe morgen. Aber macht ja nichts. Ihr seid hoffentlich trotzdem dabei. Danke fürs heute dabei sein. Gerne wieder reinschalten. Und schön, dass ihr zurück seid. Schön, dass ich zurück bin. Schön, dass ihr aber auch zurück seid als Zuschauer. Freut mich sehr. Bis morgen.